Okay, herzlich willkommen zur Star-Allüren-Folge bei TV of Lost. Wir versuchen uns heute in dieser Episode die ganze Zeit so zu verhalten, wie wir es bei anderen Künstlern scheiße finden. Viel Spaß. Weißt du eigentlich, wo unser Mensch ist zum Atmen? Ich habe keine Lust selber zu atmen, ich möchte gerne jemanden haben, der für mich atmet. Das ist vor eins, kannst du bitte noch nicht mit mir sprechen. Sag mal, Lennart, hallo, ich esse, machst du das bitte aus, machst du es bitte aus, ja? Wenn der Künstler ist, ist die Kamera bitte aus! Der Typ. Klar, das ist vor eins. Das ist nicht cool, ist ich bin eins. Ein Star. Lass mich hier raus. Lennart? Pi? Wieso hast du deinen Mate schon ausgetrunken? Scheiße. Bist du vollkommen, also... Lennart, das gefällt wir nicht. Haben dir nicht nur einmal... Mach die Kamera bitte aus. Wir haben dir nur einmal gesagt... wir haben dir nicht nur einmal gesagt, dass du immer noch nach der Arbeit trinken kannst. Nach der Arbeit. Nach der Arbeit ist um 4 Uhr morgens vielleicht. Die waren noch von gestern. Die haben mir den Color Code schon wieder nicht eingehalten. Nur gelbe Sachen. Wo ist mein Raum mit den wesentlichen Hundewelpen? Haben wir bestellt. Wo ist der Raum? Ich habe einen weiß ausgekleideten Raum, 35 Grad Celsius bestellt, mit 3 wohlriechenden Hundewelpen, nicht älter als 9 Wochen. Ich weiß, wir sind dran, wir sind dran. 14 Uhr. Hast du jemanden, der Bescheid sagt um 14 Uhr? Ich persönlich. Aber das ist jetzt positiv gesehen. Wow. Hast du gesehen, wie er am Rad gedreht hat? Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu... Zurück geht! Du darfst erst nach der Arbeit heulen! Auf geh raus! Geh raus, heulen! Oder geh zu Scarlett, die heult schon! Lennart, kannst du bitte irgendjemanden finden, der zu Bank geht und ihm sagt, dass er seinen scheiß Soundcheck jetzt machen kann? Ich kann jetzt Lärm machen, wollte ich fragen. Ich meine das ernst, bitte geh jetzt. Meine Gitarre kann auch irgendjemand mitnehmen. Was willst du hier, Kameramensch? Geh raus! Wir sind die Rockstars! Boah, Alter, wie fett ich wieder aussehe. Ich hab Lennart gesagt, der soll mich dünner shoppen. Ich sehe schon wieder fett aus. Lennart! Ich bin noch hier. Achso, ich bemerke dich immer gar nicht, weil ich keinen Bock hab. Keine Vorwände, setz den Fuß hier rein. Zum Glück ist heute Tourabschluss. Kein Bock mehr auf den Scheiß. Ich will wieder in meinen Pool. In die Sonne. Mit welchem? In den großen. Der kleine ist dreckig. Der kleine ist dreckig. Welches Land? Ach so. Also ich nenne ja den Pazifik meinen Pool. Ich habe ja meine Insel da. Lauin! Hey Lauin. Da ist der Gaffer. Bist du blind oder was? Hallo, hier. Yeah. Sing ich mit der Nase oder sing ich mit dem Mund? Immer das Meiste auf dem Arschloch. Ah, ja sicher. Am letzten Tag. Ich hab Angst, dass wir das in die Fresse raus. Das geht echt schwer. Alles wieder weh. Es geht einfach gar nicht mehr. Immer nur Allüren. Es müssen Rosen da sein. Alles muss geputzt sein. Aber vor allem natürlich die Drumplates. Er vergisst auch ständig die Songs. Ich muss immer erstmal irgendwie ein bisschen was für ihn spielen, damit er überhaupt irgendwie klarkommt. Nee. Zum Glück, Tourabschluss. Heute. Endlich. Hören Sie auf, mich ins Gesicht zu filmen. Hörst du das? Der Lautsprecher surrt. Wie soll ich so arbeiten? Laurin! Der Lautsprecher surrt. Ich kann so nicht arbeiten. Das ist eine Freunde aus dem Weltall. Siehst du da? Wie geht dein Licht auf? Guck mal bitte, was Benji gemacht hat. Hier habe ich extra silberne Markierungen. Siehst du, wo der steht? Ja? Kannst du das bitte umstellen?
Ich habe eine Sehnscheidenentzündung in der rechten Hand. Das kann ich nicht selber machen. Danke. Ja. Nein. Stell mal vor, das hätte ich erst bei der Show gemerkt. Und die Leute hätten das alle gehört. Viel mehr werde ich dir heute nicht geben. Durch, bestimmt. Und hab natürlich keinen Bock, ist ja klar. Danke. Wir können uns doch die Scheißübung nicht selber ausdenken. Also haben wir jetzt jemanden engagiert. Wir denken uns so viel geilen Scheiß, also können wir, ne? Uns jetzt eine Trainerin engagiert, die kommt jetzt mal mit. Ja. So. Das ist uns also auch hart demotiviert. Ach du, ich soll jetzt schon tauschen. Sie sehen, sie macht die Ansagen. Okay. Ja, wir müssen auch mit harter Hand regiert werden. Welche Richtung für mich cool aus? Super, elegant. Boah! Der Zirkus ist nicht weit entfernt. Ich krieg eigentlich mal eine vernünftige Setlist. Acht Blut. Leierfotzen. Ach, was? Ja. Das ist alles? Sorry, Fangeschenke beim Merch abgeben, ja? Okay, kein Problem. Ja, oder kein Problem. Ruf meinetwegen ruf den scheiß Tourmanager an oder so, was soll der Scheiß? Oder ey. Warum das so wenig? Muss er das noch so auspacken jetzt oder was? Also, das war's jetzt. Das war's jetzt oder was? Das bin ich euch wert, ja? Wie viel scheiß Tour, wie viele Gigs habe ich gemacht für euch, hä? Vielleicht genug. 20. Keine Ahnung. 20. 14. Cut. Dankeschön. Kümmert sich normalerweise um meine Kleidung, die wäscht und trocknet. Die vom Tag davor, weil ich mag die mal nicht ungewaschen wegschmeißen. Dann schmeißt sie die weg, die Sachen, und dann näht sie mir neu oder kauft mir neue. Jeden Tag, ne? Ich weiß nicht, wo Wiebke ist, Alter. Pi fehlt auch schon den ganzen Tag. Kausalkette geht gar nicht. Also Wiebke gefeuert. Pi, naja. Wo soll er hin? Irgendeiner muss ja Gitarre spielen. Muss nicht, weil Papa hat Elektroband. Chris Wollmann? Ja. Gut. Klaas? Jo. Du bist raus.
Das ist auch nicht mal jetzt eine Elektroband. Das geht. Nicht ein Drummer brauchen wir ja auch nicht. Ein Sänger auch nicht. Es reicht eigentlich, wenn wir einen Computer. Ich kann einen Computer. Weißt du was? Es gibt so viele Laptop-Bands, ne? In diesem Dark-Genre. Ist euch das mal aufgefallen? Bands, die nur mit einem Laptop auf die Bühne gehen und Live-Musik machen. Wie wär's denn mal, ohne Witz jetzt, Alter, wenn wir einfach mal versuchen, so eine wirklich reine Laptop-Band auf so ein Mera Luna oder Amphi zu buchen. Da steht halt einfach nur ein Laptop auf der Bühne, sonst niemand. Nee, sollte schon eine Band bestehen aus 5 Laptops sein, ja. Damit es eine richtige Band ist. Ja. Also, wie ihr seht, haben die dunklen Herrscher des Dark Metal einen neuen Hauptsponsor seit heute im Boot. So viel Überzeugungsarbeit war gar nicht notwendig. Wir haben Ihnen das aktuelle TikTok-Video gezeigt von Nachtblut, wo unendlich viel Spaß versprochen wird. Und ja, also wir freuen uns sehr, aber jetzt mal ganz im Ernst, es war eine wunderschöne Tour mit den Jungs. Respekt vor Crew und Band, ebenso Scarlet Dawn, wirklich, wirklich, richtig, richtig geil. Und weil wir die Jungs so lieb haben, haben wir uns heute Mühe gegeben, es besonders schön für sie zu machen. Deshalb, ich wünsche euch, Herford, unendlich viel Spaß mit Nachtblut! Dein Hobby. Findest du nicht, dass das jetzt so langsam mal gut ist heute? Also ich finde, heute machen wir damit Schluss. Dein Hobby. Du auch. Have fun. Du auch. Ciao. Das hier ist meine Spickzettel.
neue Textbriefe. Im Moment sieht man hier einen nackten Mann vor einem Ventilator. Jeden Abend gibt es diesen besonderen Moment, der ungefähr in den letzten zwei, drei Songs in meinem Kopf passiert, wo mir jeden Abend mit einem etwas anderen Gefühl bewusst wird, wie schön das ist, dass wir das hier machen dürfen, was wir machen. Ausschließlich euretwegen. Und das darf nie, niemals Künstler vergessen. Moment, da halt die Gitarre ruhig nochmal. Ich möchte mich nochmal kurz beschweren. Wir hatten jetzt schon die letzten zwei Shows. Ich trete doch so gerne oben gegen die Becken. Und die beiden Herrschaften in der zweiten Reihe finden das irgendwie nicht so cool. Darf ich mein eigenes wieder hier haben, bitte? Ja? Jörn, hast du... Okay, wir warten das mal ab. Gemeinsam ein Song, den Nachtblut, die Kamera.